Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem PHP 5 Kurs für Einsteiger. In der 26. Lektion kümmern wir uns jetzt um eine Erweiterung der If-Abfrage, nämlich die sogenannte If-Else-Abfrage. Wir haben hier wieder im Listing eine PHP-Deck, da reicht in dem Fall von 1 bis 9. Haben hier wieder Variablen-Zuweisungen, also Werte werden in Variablen zugewiesen, wieder Zahlenwerte und dann hier eine If-Abfrage, die kennen wir schon. If $a ist größer b, also wenn der Wert von $a größer als b ist, dann soll das hier gemacht werden. Und der Neuerung ist hier dieses else, hier wieder geschwungene Klammer. Das reicht von der Zeile 6 bis zum Ende der Zeile 8. Wenn also das nicht erfüllt ist, was hier drinnen steht, dann wird das gemacht, was im else-Bereich ist. Und da steht dann, soll ausgegeben werden mit echo a ist nicht größer als b. Wenn wir uns die Werte anschauen, ist tatsächlich nicht a größer als b, a ist ja kleiner als b, deswegen wird dann auch hier ausgegeben, a ist nicht größer als b. Und somit kann man dann neben einer if-Abfrage diese auch noch erweitern mit else. Falls das der Fall ist, sonst else, mache das. Ja, das ist eine Erweiterung der if-Abfrage, ist also die if-else-Abfrage. Probier das gleich hier unten einmal aus, diese Aufgabenstellung, um das gleich mal praktisch anzuwenden. Und von meiner Stelle, danke fürs Zuhören, Zuschauen, also danke.